Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt. Herzlich willkommen zu Skater XL, einer Skateboard-Simulation von Easy Day Studios Pty. Ja, das Ganze kam letztes Jahr am 28. Juli raus. Ich habe hier von den Entwicklern einen Key zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen an der Stelle, thank you for the key, guys. I really appreciate it. Und ja, das Ganze kam für die PlayStation 4, die Nintendo Switch, die Xbox One und den PC raus. Ich zocke das Ganze hier natürlich am PC an, aber mit dem Xbox One Controller. Ich habe hier auch schon mal reingeschaut vorab. Um zu schauen, was es hier so alles an Möglichkeiten gibt und wie das Ganze funktioniert. Wir sehen jetzt hier einmal links unten den Controller und einmal sehen wir auch, dass die Füße hier unterschiedlich, ja, ich sag mal, lackiert sind, unterschiedliche Farben haben. Und wir können mit dem jeweiligen Stick, den wir da sehen, können wir den jeweiligen Fuß steuern. Ich würde sagen, wir fahren hier einfach mal ein bisschen rum. Das Ganze erinnert vielleicht an den ersten Blick so ein bisschen auch an Skate 3 damals. Vielleicht habt ihr es gezockt, ich fand es damals cool. Genau. Oh, da bin ich direkt mal hingeflogen. So. Mir gefällt auch die Musik hier. Immer bei diesen, Sportspielen. Ist immer so schön sommerlich. Okay. Also, wir können vorab, bevor wir hier anfangen, wir können hier zum Beispiel so einen Marker setzen, wo wir wieder einsteigen wollen. Da haben wir ihn gerade kurz gesehen. Da vorne ist er. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach rumskate und dann irgendwie von der Stelle abgekommen bin, wo ich hier vielleicht, wo ich hier vielleicht langskaten will, dann kann ich einfach Steuerkreuz hochdrücken und wieder hier oben hinkommen. Und wir können uns hier einen Charakter anpassen, wir können hier verschiedene Tricks trainieren. Die kriegen wir alle beigebracht. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal, was man so alles machen kann, wenn man sich einen Charakter anpasst. Also wir haben hier so vordefinierte Charaktere. Das sind wahrscheinlich bekanntere Skater, ich bin aber nicht so auf dem Laufenden. Wir können männlich oder weiblich machen. Dann können wir hier verschiedene Hautfarben auswählen. Verschiedene Frisuren. Ich gehe da mal nach oben. So, und dann haben wir verschiedenste Kopfbedeckungen. Wir können das Ganze hier auch drehen. Da ist unter anderem auch die Scene dabei. Das sieht man hier gerade an dem Hoodie, den ich angezogen habe. Also Auswahl ist auf jeden Fall einiges da. Das waren die Kopfbedeckungen. Ich gehe hier erstmal ganz nach oben. Ja. Genau. Hier haben wir verschiedenste Pullover. Ich mache einfach mal einen schnellen Durchlauf. Dann könnt ihr euch so einen kleinen Überblick verschaffen, was es hier so alles gibt. Schönes Hemd. Unter anderem. Ja, und ein bisschen was lässigeres. Passend zum Skaten. Genau, Hosen gibt's auch. Auch hier gehe ich nochmal nach ganz oben. Das fängt dann hier an. Also diverse Jeans. Dann gibt's Jogginghosen. Und Shorts. Genau. Schuhe gibt's auch wieder einige. Die finde ich auch ganz schick. Aber ich habe mich dann hier für die DC entschieden. Genau. Und wir haben hier die Möglichkeit, wir können unser Brett können wir hier anpassen. So. Da habe ich auch schon mal ein bisschen was ausgewählt. Und das Schöne ist, wir können sogar obendrauf anpassen. Also bei dem Grip, Type, so wie es da rechts steht. Wir können dann noch die Achsen anpassen. Und wir können die Rollen anpassen. Da habe ich mal ein bisschen was Verrücktes ausgewählt. Genau, das können wir alles anpassen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Hier haben wir einmal Herausforderungen. Und hier kann man Basic Tricks machen. Also ich habe hier schon mal einiges gemacht gehabt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten an. Da können wir uns das hier ansehen. Wir sehen, der benutzt den rechten Stick einmal nach unten. Und dann hat das Ganze auch schon geklappt. Ich bin gerade noch drüber gekommen. Ich wäre fast hingeflogen. Das Schöne ist, wir können sogar beide Sticks benutzen und dann springen wir höher. Das hat man, glaube ich, gerade ganz gut gesehen. Und ich würde einfach sagen, wir machen hier mal so ein paar Tricks. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier war.
War das jetzt ein Olli? Ein Olli war das. Ja. Ja, war richtig. Genau. Dann haben wir hier ein paar Flip-Tricks. Was haben wir hier? Rechter Stick runter und dann zur Seite. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Ah, das war, glaube ich, zu viel. Das war ein bisschen zu viel. Das waren 360. Das wollten wir nicht machen. Das war richtig. So. Das haben wir gemacht. Dann, was machen wir noch? Wir gehen mal ein bisschen weiter runter. Wir können mal sowas mit einem Nolli machen. Das wäre dann nach oben. Und dann zur Seite. Okay. Jo. Sah doch schon mal gut aus. Genau, das hier ist jetzt nur die Hauptkarte. Wir können später auch noch die Karte wechseln. Das heißt, wir haben auf den neuen Karten oder auf den anderen Karten haben wir dann neue Herausforderungen, die wir dann auch wieder absolvieren können. Ich zeige euch auch gleich mal alle Karten, die es hier so gibt. Ups, das war falsch. Nochmal direkt zurück. Ja, das war aber, glaube ich, zu viel. Nee, hat noch hingehauen. Wunderbar, nice. So. Wir machen einfach mal den nächsten. Probieren hier mal ein bisschen was aus. Backside machen wir direkt. Bisschen abgedrehter. Runter und dann nach links. Ah, und dann drehen. Genau, das kann man nämlich auch machen. Ich muss nur gucken, welche Taste. Ah, das war falsch. Ein bisschen abgedrehter war's. Na, komm schon. Ah. Hat nicht ganz hingehauen. Ich guck nochmal kurz. Ah, er macht runter und dann rüber nach links, lässt los und dreht dabei. Okay. Runter, rüber nach links, lässt los und dreht dabei. Hat hingehauen. Nice. Genau, dann können wir hier so ein paar Grabs machen. Ja. Schauen wir doch einfach mal. Achso, jo. Ah, ich hätte mich, glaube ich, drehen müssen. Jo. Man kann auch übrigens links und rechts den hinteren Stick jeweils verwenden, so wie er das gerade macht, um um rüber zu lenken. Okay, also runter, loslassen und rechts nach oben. Okay. Na. Ah. Aber nochmal, der ist schon ein bisschen trickier. Beide runter, loslassen, einen nach oben und dabei grabben. Oh, das war zu viel des Guten. Machen wir das nochmal. Den kriegen wir hin. Na, das hat geklappt, aber der 180er hat nicht geklappt. Der dreht sich auch dabei, ne? Ja. Jo, genau, der drückt nämlich LT dabei. Das heißt, einmal in der Luft drehen. Jetzt habe ich noch einen Grind gemacht. Glaube ich. Ich wollte nicht grinden. Grinden ist auch gar nicht so einfach. Also, da muss man schon einen richtigen Punkt treffen. Mist. Ich habe nicht genug Schwung oder so. Also. Nee. Nochmal. Also, beide runter. Loslassen. Rechts nach oben und dabei grabben und drehen. Jo, hat irgendwie hingehauen. Schön. Okay. Was haben wir hier denn noch? Beine runter. Okay, das versuche ich einfach mal. Ah, ich hätte vorher loslassen sollen. Ah, fast. Nochmal, das war, glaube ich, ziemlich knapp. Beine runter, rechts rüber. Ah, das war's. Nein, ich habe immer noch die Sticks gedrückt gehabt.
Nochmal. Ja, jetzt habe ich das vergessen hochzudrücken. Ah, das war knapp. Das versuchen wir direkt nochmal. Ah. Und nochmal. Das war eindeutig vergessen loszulassen. Oh, da bin ich weggeflogen. Hellgrab hat nicht hingehauen. Was war das? So, einmal rüber. Und weiter hoch. Was habe ich doch gemacht? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Nochmal. Weiter runter. Einmal rüber. Den weiter hoch. Und weiter hoch und halten. Okay. Oh, verdammt, nicht gelandet. Muss ich beide drücken? Beide RB und LB? Ist das das? Nee, der drückt nur einen. Ach, verdammt. Jo, jetzt hat's hingehauen, auch wenn es knapp war. So, dann haben wir hier Manuals. Ich gehe einfach mal mitten rein. Machen wir nochmal News. Ah ja, das ist das. Das kenne ich noch damals auf Skate. Habe ich ganz gerne gemacht. Oh. Hatte der hier nicht... Moment, irgendwie... Haut das nicht hin. Hatte nicht einfach den Stick hochgedrückt, den linken? Hoch. Und auf halb, genau. So. Genau. Ah, jetzt. Oh. Ja. Ich hatte den Absprung gemacht. Bisschen analysieren hier. Ach so, der ist wahrscheinlich... Nee. Ah. Jo, ist... Das war ein Nolli, das... Oder war das ein Olli? Ach ja, stimmt, das war ein Nolli. Olli. Was soll ich machen? Ah, hat geklappt. Ich muss gerade nochmal gucken, habe ich ja gerade alles richtig gemacht? Nolly Kickflick, Loose Manual. Achso, der Loose Manual ist ja. Ja, genau. Ja, Power Slides. Was haben wir hier? Back 360 Power Slide. Ach, das war das. Öp. Nochmal gucken. Der. Okay. Wieso dreht er sich einmal rum? Ich frage mich, wie der sich einmal rumdreht. Ach so, ja, okay. Habe ich jetzt gesehen. Das war aber kein 360. Ich muss ein bisschen weiter drehen. Jo. Genau. Das sind die Tricks. Dann haben wir Grind. Oh Gott, das sieht schwer aus. Ah, verdammt. Also da sieht man schon, Grinds sind ein bisschen schwieriger. Okay, das war ein bisschen zu viel des Guten. Fakey, was war denn der Fakey? Einmal so rüber, genau. Und dann in der Mitte treffen. Nee, nicht ganz. Ich muss auch runterdrücken, das vergesse ich gerade.
Ach Mann, ich hätte mich nicht mehr drehen dürfen. Wäre fast aufgegangen. Ach. Nee, das war zu wenig Sprung. Nein. Ach, ich will die ganze Zeit Spawn mit den Füßen drehen, aber ich muss mich einfach im Ganzen drehen. Ach, ich mag diese Musik einfach. Vielleicht könnt ihr jetzt nachvollziehen, was ich so meine. Einfach so, das, was man halt so, ja, überall im Sommer hört irgendwie. Oder hören mag. So, und in der Mitte treffen. Nein! Nochmal. Also, einmal hoch zur Seite drehen, dabei runterhalten und dann treffen die sich in der Mitte, ne? Ja, aber ganz entspannt. Ah, zu wenig gedreht. Ah, ich bin abgerutscht. Jo, nice. Ja, Basic Lines, das sind so Aneinanderknüpfungen. Nolli mit, ja. Und einmal drehen. Ach Mist, was hat denn jetzt gemacht? Nee. Hoch war das, ne? Ah, hat fast geklappt. Ach. Ja, da liege ich schon wieder. Fast. Ich habe leider zu viel gemacht. Ah, hat nicht ganz hingehauen. Das war zu lahm auseinander. Ja. Nein, schon wieder zu viel. Und nochmal. Ah, das war knapp. Das war verdammt knapp. Nein, 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 nein. Du sollst doch nur hochspringen. Und nochmal. Ah, verdammt. Ich bin nochmal aufgekommen. So. Und... Ach so, ja, die Drehung ist die falsche. Wahrscheinlich. Oh. So viel dazu. Das muss ja die Drehung sein. Genau, ich würde sagen, wir haben jetzt mal die Tricks geguckt. Ach ne, das hier waren die Aneinanderreihungen. Nochmal, oder? Einen davon machen wir noch, auf jeden Fall. Rechts runter und beide zur Seite. Oh Gott. Nein. Oh. Nee. Tree Flip. Ach. Ja, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Nee. Auch nicht. Und nochmal. Also. Rechts runter und rüber und links rüber. Das war's. So rum war's. Der war richtig. Und das hier weiß ich nicht mehr, was war. Also rechts runter und dann nach links rüber. Und dann links, linker Stick auch rüber. Und dann... Achso, nach rechts. Dasselbe, nach rechts. Links und rechts eigentlich nur. Oh. Tatsächlich sind ja auch ein paar Bands dabei, die ich kenne. Oh, verdammt. Nice. Hat hingehauen. Gut, dann haben wir mal alle Tricks gemacht. Beziehungsweise nicht alle Tricks. Aber zu allem mal einen Trick. Wir können auch Replays machen. Das kann man auch hier so machen, genau.
Da habe ich aber noch nicht wirklich reingeguckt. Also ich wollte nur mal kurz zeigen, dass man das machen kann. Genau. So. Achso, jetzt bin ich hier. Jo. Dann würde ich sagen, wechseln wir mal kurz die Karte. Wir sind hier gerade auf der Easy Day High School. Dann gibt es noch hier Big Ramp. Ich wechsle mal kurz rüber. Oh ja, das ging ja schnell vom Laden. Genau, das ist eine schön große Rampe. So, machen wir mal ein, zwei Tricks hier. Und schön mit Schwung. Ach, ich habe das Falsche gedrückt. Na, scheiße. Und nochmal. Ah, komm schon. Oh Gott. Oh Gott. Interessant. So. Ach, verdammt. Hat kein Trick hingehauen. Falsche Taste. Ja, sowas wollte ich eben machen. Ich weiß gar nicht, können wir hier nochmal hochnehmen, ne? Können auch mal so ein Slide nochmal machen. Ach, ein Slide, so ein Quint. Ich weiß gar nicht, warum ich Slide sage. So. Ah, verdammt. Okay. Gehen wir nochmal hier hin. Verdammt, ich wollte eigentlich einen Absprung machen. Ah. So. Bin schon wieder völlig vertieft hier. Aber das meine ich, also Grinds sind wirklich... Die haben es wirklich in sich. Ja, das war doch nice, oder? Und einmal hier diesen Gap. Oh Gott. Zu früh abgeschwungen. Oh. Zeit für die nächste Karte. So, Downtown Los Angeles zeige ich euch zum Schluss. Ist die größte Karte. Und hier sind wir schön im Sonnenuntergang. Wir können auch, ich muss mal gerade gucken. Ach, das ging so, genau. Wir können auch hier den Marker selber platzieren. Also die Karte ist nicht so groß. Wir haben hier diesen kleinen, gemütlichen Platz. Und haben halt hier ziemlich viele Grinds. Also es gibt zwei Karten, da gibt es viele Grinds. Genau. Erinnert mich ein bisschen an Tony Hawks. Muss ich gerade dran denken. Gab es damals, ich glaube bei 3, Pro Skater 3, gab es so eine Winterkarte. Da ist man auch auf dem Parkplatz rumgedüst. Ich darf überlegen. Ja. Das ging. Und Abflug. So, Haken. Dann gibt es hier das Courthouse. Das ist die zweite Karte mit vielen Grinds. Die kleinen zeige ich euch mal schnell kurz einfach über die... Genau, hier rüber. Ganz kurz, der grobe Überblick. Also da können wir reinspringen. Und da haben wir halt... Genau, hier springe ich einfach mal gerade rein. So. Oh, das, ja, war sehr gut. Upsala. So. Genau, hier kann man auch rein. Wenn man dann reinkommt und auch wieder raus. Und. Jo. Oh. Hier kann man natürlich auch reinspringen. Was ich eben meinte. Und auf in den Aufzug. Und Zeit für die Los Angeles Karte. Also die ist wirklich ziemlich groß. Und ich finde die ziemlich nice designt so. An sich.
Genau, das ist die Los Angeles-Karte. Das Coole ist, wir können auch hier raus, also wirklich hier über die Straßen fahren. Dann haben wir hier den Bereich noch. Und hier können wir wieder rum. Ich muss mal gerade schauen. Hier geht es auch lang. Also ihr seht schon, das ist wirklich die größte Karte. Und ich glaube, hier der Bereich, den, genau, das kam mir aus GTA 5 bekannt vor tatsächlich. Und hier haben wir halt alles Mögliche, ne? Was man so machen könnte. Also auch hier wieder Grinds. Ja. Ich gehe gerade nochmal da runter. Ups. Falsche Taste. Hier unten war ich tatsächlich noch nicht. Aber ihr seht schon, also die Karte ist wirklich riesig. Ja, das war professionell. Das gehen wir mal da. Hopp. Ich versuch das mal. Auf und dann nochmal direkt ab. Ah, ich hätte keinen Trick machen dürfen. Ich habe gesehen, es gibt wohl auch einen Mod, um einen Karteneditor ins Spiel zu bringen. Das wird wahrscheinlich auch nochmal so ein Ding sein. Aber da komme ich leider nicht schnell genug wieder runter. Hm. Ah, verdammt. Versuchen wir mal ein bisschen leiser. Ach, leiser, langsamer. Ah, das war zu langsam. Und nochmal. Das machen wir noch. Das will ich noch probieren. Nee, ich hab's nicht. Schade. Dann springen wir da unten aber auf den Bus drauf. Das machen wir jetzt. Oh, das geht sogar. Nice. Oh Gott. Au. Ja, gut. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ja, ich hoffe, ihr habt soweit nichts. Ich hoffe, ich habe soweit nichts vergessen. Ich würde aber sagen, wir sind damit am Ende dieses angezockt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Spiel gefällt, wenn ihr selber Lust habt, ein bisschen zu skaten, dann holt es euch bei Steam oder halt eben auf der jeweiligen Konsole im Store. Und habe ich mich gerade fortbewegt, indem ich das gemacht habe? Hey! Hey, hey. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.